Gottes Reich und segnen alle. Nun, die Lockerungen sind jetzt voll im Gange, ja, und jeder fühlt sich doch jetzt einigermaßen bequem. Es wird alles besser und doch wird ein bisschen klar, was für Ausmaße das es für jenen und diesen Land hat. Ja, es bleibt nicht ohne Auswirkungen. Wenn du ein Land, ein gesamtes System, das mit allen Systemen auf der Welt zusammenhängend arbeitet, wie ein Zahnrad in dem anderen, die ganze Maschinerie, vom Gesundheitssystem, Finanzsystem, Politik, alles, was dahinter ist, alle Verstrickungen, alles, was da getan wird, durch eine Maschinerie. Wenn in diese Maschinerie ja, ein so ein Standby-Modus einfährt, obwohl es funktionieren muss, die ganze Zeit, es ist darauf ausgerichtet, es ist ein endliches System, kein unendliches, aber es ist so ausgerichtet, dass es so eine Steilkurve nach oben ist. Ja, es muss immer alles aufs Maximum und noch mehr. Egal wie, es muss einfach. Ja. Und da nimmt man keine Rücksicht auf dies und jenes. Also das sollten diejenigen ganz klar verstehen, die, naja, eigentlich müsste das jeder Einzelne kapieren. Ja, lieber Mitbürger, du weißt, wie das abläuft. Die ganze Welt. Ja, du forschst sogar vielleicht nach, was da für Verschwörungen da und dort sind, sogar um das mal ein bisschen klarer zu verstehen, wer denn dahinter steckt. Immerhin tauchen die Leute ja direkt auf. Die schämen sich nicht dafür, was sie tun. Ja, sie machen alles kaputt auf der Welt, denen ist alles egal. Sie lächeln in die Kamera. Sie finden das alles okay. Sie sagen, wir gehören zu dieser Organisation. Ja, wieso sollen sie das nicht sagen? Wer will sie denn stoppen? Ja. Nun, etwas geschieht in unserer Zeit, das mit dem allem zusammenhängt, was ich dir bis jetzt gesagt habe. Und ich habe es sehr kurz gefasst. Ja. Alles, was auf der Welt geschieht, diese gesamte Maschinerie, wurde aufgehalten durch einen Virus. Ja? Nicht durch einen Weltkrieg. Durch Weltkriege, zwei Weltkriege wurde das Ganze schon mal gestoppt. Und es hat nie aufgehört, der Zweite Weltkrieg eigentlich. Das musst du dir im Klaren sein. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Das ist so. Diese Kriege, die da lokal geführt wurden, da und dort, Korea, Vietnam, ach, überall hat das Krieg immer gekämpft. Die Golfkriege, Afghanistan-Krieg, Syrien, Bosnien. Was hat es nicht alles schon gegeben? Ja? Was hat es alles noch nicht schon gegeben? Das gibt es die ganze Zeit. Ja? Das hat nie aufgehört. Nur der Mensch, der kämpft in dieser Maschinerie. Ja? Er geht kaputt. Er geht zugrunde. Aber er muss, weil er ist dann integriert. Er wird da geschult, er wird da eingefügt. Ja. Obwohl alles so komplex ist, kann ich es dir so in einfachen Sätzen sagen, weil ich lebe genauso in dieser industriellen Gesellschaft drin. Auch wenn ich in einem Multimilliardenbereich drin wäre, wäre ich trotzdem in dieser Maschinerie drin. Wäre ich ein ganz armer Mensch, wäre ich trotzdem in dieser Maschinerie drin. So oder so, du bist da drin. Wenn du da auf den Standby drückst, durch einen Virus, ja, der ist extrem flüchtig, stell dir vor. Wenn ich mit dem Bus nach Österreich rüberfahre, muss ich eine Maske anziehen. Als wäre der Virus dort irgendwie gefährlicher wie der in der Schweiz. Und wenn ich nach Deutschland rüberkomme, ist es genauso. Ja? Nach Italien darf ich schon gar nicht. Er ist ultra gefährlich. Ist ein bisschen schwarzer Humor vielleicht, aber es ist keine lustige Sache, sondern es nur zu meinem Denkanstoß geben. Und doch ist es so, dass die ganze Welt in einem Standby-Modus ist. Ja, nur die Maschinerie ist gestoppt. Hintenrum wird schon die neue Phase angefangen. Ja, bevor diese neue Phase eigentlich anfangen kann, das System auf Neustart. Und dieses System wird nicht dasselbe sein. Das kann ich dir garantieren. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist so. Es wird furchtbar. Und das, was jetzt kommt, ich sage es dir jetzt, bevor es anfängt. Die zweite Welle von Corona hat begonnen. Ja? Nicht nur in China, auch anderweitig.
Es hat begonnen. Und es ist noch schlimmer, sagen die. Ob es jetzt so schlimmer ist, ob dieser Virus überhaupt existent ist und so weiter, dass diese Diskussion muss gar nicht geführt werden. Der ganze System, in dem wir drin sind, um den geht es. Ja? Wir sind also in diesem System, es funktioniert nicht mehr, hat seine Gründe, nämlich es wird ein neues System aufgefahren. Nun, und jetzt schaltest du nicht ab, du hörst bitte zu, lieber Mitbürger. Nimm dir die Zeit, es wird spannend, das kann ich dir garantieren und es ist extrem wichtig. Es wird eine Zeit kommen, wo du überhaupt gar nichts mehr hören darfst von dem, was ich dir jetzt sage und wirst auch überhaupt gar nichts mehr tun können, was du jetzt gerne machst. Das kannst du ganz sicher sein. Wenn du das in den letzten paar Monaten dieser sogenannten Corona-Pandemie nicht kapiert hast, dann kann ich dir nicht helfen. Da kann dir niemand mehr helfen. Kannst ganz sicher sein. Ja? Die Fesseln. Gesetzlich gesehen sind schon längst auf die verschiedensten Länder schon längst ausgefahren. Es sind Gesetze schon erlassen worden, die in den 80er Jahren schon angekündigt wurden. Ich habe ein Video dazu gesehen. Der Grund dafür, dass diese Gesetze dort schon ausgefahren wurden, ist, diese Gesetze und alles, was in der Gesellschaft an Perversion, an Brutalität, ja, alles gutheißen, was nicht gut ist, das wurde schon lange geplant. Das ist ein etwa jahrhundertalter Plan. Und es wird nur durchgeführt, weil, und jetzt schalte eben nicht ab, ich bin ein wiedergeborener Christ, ein echter Christ. Ja? Das geschieht alles nur, weil der Herr es zulässt, geschehen lässt, weil es geschehen muss. Der Herr ist nicht schuld an dem allem, sondern der Herr lässt es zu. Es muss geschehen. Die Gründe dafür will ich dir jetzt vorlesen. Höre einfach zu. Es ist sehr wichtig, du kannst sicher sein. Weißt du, das ist nicht, um dich warnen vor diesem neuen Pandemiewelle, sondern was dann mit dem zusammenkommt. Was mit dem zusammenkommt, ist ganz klar der neue System. Dieses System ist ein System der Knechtschaft. Ob es nach diesem zweiten Pandemiewelle ist oder nach dem dritten, weiß ich nicht. Ja? Aber die zweite Welle, die wird den ersten einfach überrollen, weil die Menschen sind schon daran gewöhnt. Ja? Ich bin ja Abstamm Türkei, ja? Türkische Abstammung. Ich bin ein Ex-Muslim, türkischer Abstamm. In Türkei haben die das schon akzeptiert als Volk. Bargeldlos wollen die. Warum? Wegen dem Virus. Siehst du, ein Land mit über 80 Millionen Menschen. Ja? Einmütig praktisch, okay, wir machen das schon mit. Wunderbar, die beklatschen das sicherlich auch noch. Wir sind das erste Land, das das so noch voll als Volk noch akzeptiert wahrscheinlich. Das kommt auch noch. Ja. Alles, was keinen Sinn macht, was den Menschen knechtet schlussendlich, wird schon jetzt akzeptiert. Grundgesetze sind geändert. Nicht nur in Deutschland, das ist überall eigentlich. Das ist eine einheitliche Sache. Nur um das überall einsetzen zu können, muss die Bevölkerung auch komplett lahmgelegt werden. Jetzt ist nicht komplett lahmgelegt. Ja? Nirgends ist das komplett lahmgelegt. Jeder kann noch jetzt feiern, auf einmal wieder. Man kann sogar wieder heiraten. Ist alles jetzt möglich. Die Lockerungen sind ja immer so gemacht, dass da 5 zusammen können oder sogar 50. Irgendwann im August ist es für über 1000 Personen schon wieder erlaubt. Lieber Mitmensch, es kommt ein Moment, wo das Ganze sofort weggenommen wird und noch viel Schlimmeres auf allesamt, auf dem ganzen Erdkreis losgelassen wird an Gesetzen. Du wirst noch sehr böse Überraschungen erleben. Und ich hoffe, bevor diese böse Überraschung zu dir kommt, dass du dich richtig entscheidest, um von dem wegzukommen. Wie gesagt, es kann auch eine dritte Welle kommen und so, ganz klar. Aber nach der zweiten Welle oder während der zweiten Welle, da wirst du ganz sicher, und du wirst nicht mehr so leben können wie jetzt. Und die zweite Welle kommt, kann vielleicht nach einigen Monaten dauern, das ist kein Ding. Ja? Aber siehe da den Zustand jetzt schon. Jetzt gerade sind Lockerungen. Ich sehe Leute da saufen und alles, das ist alles. Die denken, alles ist gut. Ja, wir haben es überstanden und der Stammtisch ist wieder besetzt. Ja? Lass uns essen und trinken. Morgen sind wir tot, oder? Lass uns einfach feiern. Ja, so.
So ist der Mensch eingestellt. Nun schauen wir aber mal jetzt, was hat der Herr Jesus Christus, wie gesagt, schalte nicht ab, höre zu, was hat der Herr Jesus Christus eigentlich gesagt? Ich verkünde dir das ja nicht als ein Buddhist oder als einer vom Islam, ein Mohammedaner, nein. Ich verkünde dir das als ein wiedergeborener Christ und sage dir mal jetzt aus der Bibel heraus ganz klar und direkt, was jetzt gerade da geschieht. Und der Mensch, wie er darauf zu reagieren hat und wie er aktuell reagiert, wohin das Ganze führt, ich zeige dir das auf, das steht da geschrieben. Es ist am Geschehen. Alles, was im Wort da drin geschrieben steht, das ist vieles schon längst geschehen. Man kann es in der Zeitgeschichte alles nachverfolgen. Ja? Das wurde nicht nachträglich gemacht, das sind Prophezeiungen. Die erfüllen sich. Weißt du, der Herr, was er auch gesagt hat, es erfüllt sich. Vor unseren Augen auch. Das Rufen des Herrn möchte der Mensch nicht hören. Aber der Herr ist gnädig, er ruft. Jedoch gibt es einen Moment, wo das Rufen nicht mehr kommt in die Welt. Es kommt ein Tag, wo das Ganze aufhört. Nun schauen wir das mal an. Also, ich lese dir aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Und zwar lese ich dir auszugsweise. Also. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, habt Acht, dass euch niemand verführt. Das ist jetzt über die Endzeit. Die Endzeit. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das ist am ganzen Zeit im Geschehen. Seit Jahrhunderten. Ja? Viele gibt es sogar jetzt, die sagen, ich bin Christus. Ich bin der Christus. Einer ist in Russland, in der Taiga. Und einer ist in Korea, soweit ich weiß. Es ist wie ein Fotomodel, hat seinen eigenen Garten Eden. Gibt noch viele andere. Einer ist in England, der lebt sogar versteckt, ja, nennt sich da, ich nenne den Namen gar nicht, den kenne ich sogar aus der Esoterik. Also, nur damit du weißt, die sind auch heute da, die sagen, ich bin der Christus, ja. Und es gibt einen sogar in Deutschland, ja. Ist nicht unbekannter Typ, ist sogar online aktiv. Das sind Antichristen, aber nennen sich Christus. Nun, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Jetzt die zwei Weltkriege. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies ist der Anfang der Wehen. All dies kommt sporadisch und dann immer schneller, immer mehr, dann wird es fast schon zur Normalität. Weil es wird mal enden. Du weißt, wie eine Geburt ist, ja? Am Schluss kommt ein wunderbares Kind auf die Welt, ja? Aber vorher, die Wehen, die geschehen immer rascher, immer schneller. Und genauso, dies alles, was ich dir jetzt schon gelesen habe, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und der Mensch, der wird nur noch hin und her schwanken. Wir lesen nachher dann weiter darüber. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch, uns wiedergeborene Christen, nicht Katholiken, also wiedergeborene Christen, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Tja. Zur Zeit der Kommunisten ist das ja reiches Geschehen leider. Jetzt ist es nicht besser. Jetzt ist es genauso gleich schlimm eigentlich. Nur hört man nicht immer so oft davon, man haltet gerne mal Abstand zu diesen Aussagen. Es ist furchtbar, was da geschieht. Man hat das eben schon längst angenommen als etwas, es geschieht halt, ja. Es geschieht Krieg, Hungersnot, Seuchen, ist furchtbar, aber es geschieht halt, gell? Ist so leider. Hat alles seine Gründe, hat alles mit unserer Weltzeit zu tun. Also die Liebe erkaltet in den Herzen der Menschen. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Wie man mit mir schon umgeht, ich als ein Ex-Moslem zwischen europäischen Moslems, ja,
verstoßen von der Familie und allesamt um mich herum. Ich weiß, was es bedeutet, gehasst zu werden um des Namens des Herrn Jesus Christus willen. Aber so soll es sein. Alle Ehre dem Herrn. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Das ist am Geschehen. Die ganze Zeit, und es wird schlimmer. Jetzt in der Corona-Zeit umso schlimmer. Hab schon Sachen erlebt. Und es werden viele falsche Propheten auftreten, werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten, wie eben gesagt. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Nun, wir sind am Ende. Das Evangelium wurde überall verkündet. Es wird natürlich weiter verkündet, und es kommt der Moment, wo das Ganze abrupt aufhört, auf der Stelle, sofort, sofort aufhört. Und das wird gewaltig sein. Und da sind wir jetzt unterwegs mit unfassbar schnellen Schritten. Urplötzlich. Letztes Jahr hätte ich jemandem gesagt, vor Punkt einem Jahr, also am nächsten, also hätte ich dann letztes so gesagt im Sommer, also nächstes Jahr, so im März ist dann in Europa und weltweit auf einmal ein Virus, und da wird dann in dieser Zeit alles aufgelöst, was wir jetzt als normaler Alltag kennen. Hätte jeder gesagt, bei dem ist etwas verkehrt. Ja? Aber siehe da, auf einmal stoppt das Ganze. Was, auf was der Mensch auch stolz war. Ja, die ganzen Machtstrukturen und alles ist ja ausbaufähig und alles, Finanzsystem, Gesundheitssystem. Natürlich ist es finster das Ganze, aber ist doch alles ausbaufähig. Jetzt ist alles in einem Stopp. Ja, jetzt wird es nur wieder aufgefahren. Nur in Gänsefüßchen. Ja? Nur in Anführungs- und Schlusszeichen ist jetzt aufgefahren. Weil es ist nicht dasselbe. Wenn du sagst, es ist dasselbe wie vorher, nur weil man da und dort wieder saufen kann und wieder einmal da, ja, vielleicht eine Party gehen kann oder sogar heiraten kann man auf einmal, das erwähne ich absichtlich, kann sicher sein, es hat viel mit der Endzeit zu tun. Ja? Ich lese dir dann nachher, was damit gemeint ist. Und einige andere Sachen sind jetzt ja erlaubt. Ja, ab August ist zum Beispiel erlaubt, hier in der Schweiz auf jeden Fall, dass man ja, Fußballstadions eigentlich wieder füllen könnte. Ja? Über 1000 Personen. Ende August sagen die vielleicht, Anfang September, jetzt machen wir mal volles Stadion. Ja, der Plan ist allerdings, dass die zweite Welle um jene Zeit irgendwann nach September kommt. Das ist der Plan. Ja, kann sein, dass es noch kurze Zeit später wird, aber es kommt. Ja, es kommt. Nicht nur aus China, wie gesagt. Ja, so wie ich das vernommen habe, auch aus England. So wie es schon geheißen hat vor einigen Wochen, auch aus Korea. Es ist von überall her wieder etwas am Geschehen, und diese wäre noch gefährlicher. Aber warum denn dies wohl? Ja? Du hast sicherlich von den Impfungen und alles gehört. Du weißt Bescheid, ja? Das ist nur ein kleiner Teil davon. Ja? Es geht um den neuen System, das aufgefahren wird. Da wird sowohl das Gesundheitssystem wie auch die Politik, Religion, Finanzsystem, alles wird komplett verändert. Von dem, wie du es jetzt kennst, wird nichts mehr bleiben, so wie es jetzt gerade ist. Ja? Wenn du da meinst, das wird, ach, das ist da übertrieben. Warte ab, würde ich jetzt sagen, aber besser nicht abwarten. Höre zu. Höre genau zu. Ich sage dir dies lieber jetzt, bevor es anfängt. Ja. Also, das ist das Ende vom Lied, sage ich mal, was ich dir jetzt gelesen habe. Das, was da jetzt geschieht, Seuchen weltweit, das ist vorher nicht auf die Art geschehen. Auf die Art kann man die Menschen auch extrem rasch manipulieren. Denn der Gesetzgeber, der kann alles ändern jetzt. Derjenige, der das Finanzsystem aufgebaut hat, der kann alles ändern. Ja? Derjenige, der die Kriege und alles führt und finanziert, die beiden Seiten, der kann alles ändern. Derjenige, der seine Polizeimacht auf der ganzen Welt hat, ja, die Weltpolizei, der kann alles ändern. Das wird gemacht. Und das gesetzlich.
Den Bürgern muss man das nicht sagen. Das sind unterzeichnete Sachen, die schon längst unterzeichnet wurden. Jetzt werden sie einfach mal nach vorne geholt und eingesetzt. Das ist alles geplant. Das darf geschehen, weil wir sind in der Endzeit. Warum geschieht dies aber jetzt? Ich sagte dir, dass es einen Gott gibt, somit. Ja, es gibt einen Gott. Und Gott ist nicht schuld an dem, sondern Gott lässt es zu, wie gesagt. Und Gott möchte ganz klar, ja, unser Herr Jesus Christus möchte da ganz klar, dass der Mensch mal so überlegt, wohin geht's, ja? Wohin geht's jetzt? Wo soll ich eigentlich hin? Soll ich überhaupt irgendwo hin? Oder soll ich abwarten? Soll ich es aussitzen? Weil das kann man doch, oder? Einfach aussitzen und das wird schon, ja? Ich lese dir mal was vor jetzt. Sprüche Kapitel 10, Vers 25. Wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Warum? Er hat kein Fundament. Du hast kein Fundament. Ja, das, was du als System kennst, das, worauf du vertraust, das kann dir einfach so weggenommen werden, umgeformt werden. Du hast kein Fundament, wenn dieser Sturm über dich kommt. Jetzt ist gerade ein Sturm über die Welt am Rollen. Merkst du es? Ja? Es ist wie ein Weltkrieg eigentlich. Nur gibt es dabei nicht diese Art von Ausmaß. Ja? Aber im Hintergrund geschehen Sachen, könnte man genauso gut sagen, das ist ein, wie kann man das nennen? Biologische Kriegsführung, nur in Anführungs- und Schlusszeichen, weil der Virus ist ja ultraflüchtig. Es ist ein Wirtschaftskrieg. Ja? Das ist das Gefährlichste an dem Ganzen. Weil wenn du die neue Machtstruktur mal eingefügt hast, das haben die, und das dann startest, und das tun sie, und davor in diesem Zwischenphase, ja, zwischen dem Aufgebaut von dem System und dem Neustart von diesem System, den sie da eingefügt haben, gibt es noch diesen Bereich, ja, wo der Mensch sich daran gewöhnen kann, an die neuen Gesetzgebungen, Abstand halten. Nicht umarmen, keine Hand geben und dann langsam macht man das wieder locker, dass die Leute sich normalisieren und so weiter. Dann beobachtet man die Leute, wie reagieren sie, dann fügt man schon neue Sachen hinzu. Und dann wird immer mehr und mehr alles eingefügt, was sie auch wollen. Ja, da kann man Stimme erheben, nützt alles nichts, weil es muss geschehen. Ja, das ist furchtbar, es muss geschehen. Aber nun, warum? Jesaja Kapitel 24 will ich dir lesen. Also, ich lese dir von Anfang an. Siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Er wird sein Angesicht entstellen und seine Bewohner zerstreuen. Dann wird der Priester sein wie das Volk, der Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, der Verleiher wie der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. Das Land wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden. Ja, der Herr hat dieses Wort gesprochen. Das ist jetzt das Gericht über das Land Israel und aber die Könige der Erde. Und das ist langsam, langsam geschehen. Ja? Das über Israel ist schon geschehen. Israel ist wieder aufgebaut. Und es wird noch viel herrlicher dort. Ja? Es ist noch nicht das Ende vom Lied dort. Es wird so herrlich. Aber zuerst wird es furchtbar. Das kommt auch noch leider. Es trauert und welkt das Land. Der Erdkreis verschmachtet und verwelkt. Das ist dann geschehen. Es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. Das geschieht. Sie wissen nicht, wohin es geht. Denn sie dienen anderen Machthabern. Die kennen wir auch. Ja? Und die wiederum dienen wieder anderen Machthabern. Und die dienen dann dem Teufel. Ja? Das ist kein Witz, das ist eine offizielle Sache, das wissen diejenigen, die ein bisschen aufmerksamer sind, die nicht nur einfach den öffentlichen Medien vertrauen. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Darum hat der Fluch das Land verzehrt und die darin wohnen müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt. Und nur wenige Menschen sind übrig geblieben. Der Most trauert, der Weinstock verschmachtet. Es seufzen alle, die sich von Herzen gefreut hatten.
Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei. Das Geschrei der Frohlockner ist verstummt. Und die Freude des Lautenspiels hat ein Ende. Wann singt nicht mehr beim Weintrinken? Wer noch Rauschtrank zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter. Die verödete Stadt ist zerstört. Jedes Haus ist verschlossen, sodass niemand hineinkommt. Man klagt um den Wein auf den Gassen. Alle Freude ist untergegangen, alle Wonnen des Landes dahin. Nur Verwüstung bleibt in der Stadt zurück und das Tor wurde in Trümmer geschlagen. Ja, so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Jene Übriggebliebenen aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Sie jubeln auf dem Meer über die Majestät des Herrn. Darum rühmt den Herrn in den Ländern des Sonnenaufgangs, also von Osten. Preist den Namen des Herrn, des Gottes Israels, auf den Inseln des Meeres. Rundherum, überall also. Wir hören Lobgesänge vom Ende der Erde, Herrlichkeit dem Gerechten. Ich aber sprach: ich vergehe, wehe mir. Räuber rauben, ja, räuberisch rauben die Räuber. Das geschieht. Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner du Bewohner der Erde. Also Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner der Erde. Das ist dann geschehen. Und es wird geschehen, wer vor der grauenerregenden Stimme flieht, der wird in die Grube fallen. Wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn gefangen werden. Denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen, und die Grundfesten der Erde erbeben. Die Erde wird krachen, zerbersten, die Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin und her schwanken. Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine Hängematte. Ihre Missetat lastet schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht wieder auf. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr das Heer der Höhe in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden. Und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt. Und im Kerker werden sie eingeschlossen, aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden. Denn der Herr der Herrscher herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten in Herrlichkeit. Nun, in diesem Bereich sind wir. Weißt du, diese Stimme, die erschallt jetzt in der Welt, diese furchterregende Stimme. So sehe ich dies durch das Wort. Jeder Mensch auf der Welt hat die Zeit gehabt, monatelang, und hat es jetzt auch umso mehr, weil viele sind arbeitslos, viele sind existenziell zerstört. Der Mittelstand muss ja aufgelöst werden. Ja, so ist der Unterstand so oder so weg. Weißt du, wie schlimm das auf der Welt zu und her geht? Wahrscheinlich schon. Jetzt gerade ist also jeder Einzelne in der Lage, wie zuvor auch, aber jetzt umso mehr, eingeschlossen oder nicht, ob er jetzt Arbeit hat oder nicht, jeder Einzelne hat jetzt umso mehr die Möglichkeit zu fragen, von wo kommt das alles, wohin führt das und wohin gehe ich einmal? Weil du siehst, das Ganze endet und du hast keine Stabilität in deinem Leben. Hast du nicht. Wenn das System aufgelöst wird, du auf einmal nicht mehr bezahlen kannst, du gibst kein Geld, dann hast du keine Speise, du kannst nichts mehr tun. Was denkst denn du, was machst du dann? Ja, das sind existenzielle Grundlagen, die können dir einfach so weggenommen werden. Sage nicht, das kann nicht geschehen. Das kann von heute auf morgen passieren. Das kommt alles. Das kommt. Aber vorher wird noch ganz Gewaltiges geschehen. Und das ist jetzt kurz davor. Wie lange es auch noch geht. Es kommt. Wache auf. Die Erde schwankt schon hin und her. Aber das, was da geschrieben steht, das ist für nachher. Das kommt danach. Das wird noch ganz schlimm. Ja? Aber es hat schon begonnen. Die Erde schwankt schon hin und her. Alles, was auf dem Erdkreis geschieht, ist vor dem Herrn aller Herrscher und König aller Könige. Vor dem einzig wahren lebendigen Gott, vor seinen Augen ist das alles offenbar. Der Herr richtet das eines Tages. Es gibt einen Tag des Gerichts.
Und du wirst persönlich vor dem Herrn Jesus Christus sein. Und du wirst den Herrn sehen. Leider wirst du danach nichts mehr sehen. Du wirst danach, nachdem du gerichtet worden bist für deine Schulden, für deine Sünden, wirst du in den Feuersee geworfen. Deine Schuld lastet auf dir und die Schuld der Welt lastet auf der gesamten Welt. Alles, was da geschehen ist, ja, das Blut, das da vergossen wird, was denkst du, was das ist einfach mal so geschehen und all die Kriege und all die Kinder, die da getötet wurden, nicht nur die Abtreibungen, ja, alles. Was meinst du, für Gott ist das egal? Nur weil Gott da nicht einfach immer wieder irgendwie bestraft. Ja? Was soll der Herr denn tun? Ja? Hey, soll der Herr denn jedes Mal irgendwie einen Stein vom Himmel runterwerfen? Der Herr könnte. Und dann wird man sagen, oh, so böser Gott, so schlimm. Aber weil der Herr nicht eingreift, sagt man genau das Gleiche, oder? Der Herr greift schon ein. Aber der Herr ist gnädig und barmherzig, weißt du. Und zwar so sehr, dass der Herr selbst in die Welt gekommen ist, um uns frei zu machen. Nur durch den Glauben an das, was der Herr am Kreuz gemacht hat, kannst du frei werden von deiner Schuld. Ja, das bezeuge ich dir. Die Wichtigkeit davon, dass du zum Herrn Jesus Christus im Glauben kommst. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Im Glauben zu ihm kommst. Das ist so wichtig. Sonst wirst du für deine Schuld mal bezahlen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr ruft in die Welt. Der Herr kann auch anders rufen. Aber der Herr hat seinen Plan. Und der Herr führt zu Ende, was er angefangen hat. Es kommt ein Moment, wo du solche Nachrichten nicht mehr hören wirst. Es wird alles nicht mehr erlaubt sein. Und es wird auch so sein, dass ein unglaublich herrliches Ereignis für die Kinder Gottes ein herrliches Ereignis geschehen wird. Ja? Da wird es in einem Augenblick alle Kinder Gottes, die Wiedergeborenen, die Echten, nicht Religiösen, die Echten, werden auf einmal, wenn die letzte Posaune erschallt, entrückt werden. Weggenommen von der Welt. Ja, es wird geschehen. Für dich ist das jetzt so, ja, eher nicht oder so, vielleicht wirst du sagen, es kann nicht sein. Kann es dir versichern. Es kommt. Ja, es ist nah, wie lang es auch geht. Wir sind jetzt in dieser Zwischenphase, wo diese Wellen immer schneller kommen. Das wird nicht mehr in die Normalität, sogenannte Normalität, zurückkehren. Das wird nicht geschehen. Darum rufe ich dir dies aus, solange es noch geht. Kommt ein Moment, wo das nicht mehr möglich ist. Du kannst ganz sicher sein. Ja. Und die Frage ist einfach, wie du jetzt darauf reagierst. Ja. Wie reagierst du, wenn du dies alles hörst? Weil eine Reaktion musst du ja zeigen. Ja. Ich lese dir jetzt mal, wie es da eigentlich in unserer Zeit jetzt gerade so ist. Weil irgendwie sind die Menschen ja eingestellt und die Menschen haben sich nicht so sehr geändert, wie zu den Zeiten von Rom, zum Beispiel die römischen Herrscherzeit oder zu der Zeit, wo Alexander der Große geherrscht hat. Ich könnte noch weiter zurück. Ja, weißt du, das ist immer das Gleiche. Die Gewalt und so, das hat sich gar nicht verändert. Ja, die waren da nicht schlimmere Barbaren, wie wir es heute sind. Wir sind nur in die Zivilisation so eingepackt, ja, so eingekuschelt. Wir sind zivilisiert. Das, was böse ist, heißen wir gut. Ja, kein einziger zuckt mehr groß zusammen, wenn er da in einem Film sieht, wie einer abgeschlachtet wird. Ob nur eine Kugel ihn trifft und stirbt. Oder ob einer da massakriert wird, ich sage es beim Wort, das interessiert doch fast keinen mehr, das ist alles zur Normalität. Für Gott ist das eben genau dies, warum das Gericht über die Welt kommt. Das Böse wird gut geheißen, das Gute wird böse geheißen. Weißt du, was das Gute ist? Der Herr selbst. Ja, Gott selbst ist das Gute. Weißt du wieso? Der Herr liebt allesamt so sehr, dass er selbst in die Welt gekommen ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, hat. Du bekommst es sofort durch den Glauben an ihn. Du musst im Glauben zum Herrn Jesus Christus kommen und dann bist du sein Kind. Der Herr versiegelt dein Herz und du kehrst dann um Himmels willen oder um deinetwillen, am besten sage ich so, um deinetwillen. Wenn du nicht umkehrst von deinen Sünden, ja, wenn du nicht aufhörst, so zu wandeln, wie die Welt jetzt wandelt, wirst du schlussendlich in den Feuersee geworfen. Das ist das furchtbare Ende von deinem sogenannten Leben hier. Du bist jetzt gerade lebendig tot. Du lebst nicht. Ich war ein grauenhafter, böser Mensch. Ja? Ich war auch mal ein Gottloser. Ich bin erst seit etwa 4 Jahren in der Nachfolge. Also seit 4 Jahren bin ich ein Christ, etwa. Davor war ich auch ein abscheulicher, schlimmer, böser Mensch. Ja? Ich habe niemanden getötet. Ich habe niemanden geschlagen. Ich kann jetzt viele Sachen aufzählen, aber ich war ein Räuber, ich war ein Lügner, ich war ein Trinker, ich war immer mit Fluchworten und so im Mund. Ich war ein perverser Mensch. Damit meine ich nicht diese Perversionen, die du machst, glaub mir, viel schlimmer, wie du nur vorstellen könntest. Aber hätte ich das auch nicht gemacht, hätte ich mich als gut Mensch ausgegeben, trotzdem wäre ich verloren. Meine Schuld ist auf mir gewesen. Und dies ist bei dir auch so. Du kannst noch so sagen, ich saufe nicht, ich rauche nicht, ich schlage nicht, ich ehre Vater und Mutter selbstredend und, da kannst du alles aufzählen. Ja, klingt schön. Ein guter Lebenslauf. Ja, vor dem Herrn hat es keinen Bestand. Du musst das Leben haben. Und dazu musst du deine Schuld dem Herrn bekennen. Im Glauben zum Herrn kommen, deine Schuld bekennen und es lassen. Wenn du das nicht machst, wie gesagt, du zahlst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was hat das jetzt mit dem zu tun, vielleicht wirst du sagen? Genau das ist dann geschehen. Ende der Zeit. Ja, genau jetzt. Nun, Vorbilder des göttlichen Strafgerichts über Gottlose und Frevler. 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in einen Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, kann man heute besuchen, ja, Sodom und Gomorra, und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte. Den Link setze ich dir unten hin. Sowohl über die Arche Noah als auch über Sodom und Gomorra. Das über Sodom und Gomorra ist extrem hochauflösend und sehr interessant. Schau es an. Während er den gerechten Lot, ja, der lebt unter den Sodomiten, ja. Das Sodom und Gomorra war etwa wie heute. Wir sind nur noch schlimmer, ja. Also das musst du merken, wir sind schlimmer. Weil was wir weltweit schon als Normalität haben, und die in Sodom und Gomorra hätten sich uns noch anpassen müssen. Da kannst du sicher sein, ja. Wenn ich jetzt in der Schweiz irgendetwas über die Homosexuellen sagen würde, bis zu 3 Jahre Gefängnis, ja. Das muss man sich vorstellen, oder wegen Abtreiben und so. Wenn ich da was sage, das wird heftig dann. Ja? Da kann ich ins Gefängnis. Ja? Was meinst denn du, ist das irgendwie so eine normale Sache? Das, was man vor 100 Jahren als eine Straftat gesehen hat, die Homosexualität war strafbar. Ja? Vor 100 Jahren sage ich, aber vor 70 Jahren sogar war das so, vor 60 auch. Aber auf einmal ist das nicht mehr so. Die Abtreibung und so. Hättest du das in den 50er Jahren gemacht? Wehe dir. Wehe dir. Du hättest dann Probleme mit dem Gesetz gehabt. Aber jetzt ist es normal. Ja? Wenn einer andere umbringt, bekommt sogar einen Nobelpreis. Du weißt, von wem ich rede, ja? Obama. Ja? Dieser Mensch, diese Person hat Menschen getötet mit Drohnen und allem Möglichen. Und noch schlimmere oder gleich schlimme Sachen, noch schlimmere, gleich schlimme Sachen hat er gemacht.
die ich gar nicht jetzt nennen möchte. Er hat trotzdem einen Nobelpreis bekommen. Für was denn? Was hat er denn getan? Den Friedensnobelpreis bekommen. Für was denn? Siehst du? Das hätten sich, glaube ich, die Sodomiter nicht mal erlaubt. Ja, noch einen Preis aushängen zum da, ja, das ist gut. Ja, das Böse wird gut geheißen, das Gut wird böse geheißen. Ja, böser Gott, Spielverderber. Ja, Freedom and Prosperity, oder? Frieden und Sicherheit wollen wir, oder? Frieden und Sicherheit. Und wir wollen Freiheit. Ja, jeder soll tun, was er will. Das ist genau in unserer Zeit die Normalität. Ja? Das war in Zeiten von Sodom und Gomorra eigentlich nicht so. Sie haben schon da furchtbare Sachen gemacht. Aber auch die umliegenden Städte. Aber noch weiter heraus. Die nicht, die waren nicht wie die Sodomiter. Sondern bei denen war es bis zu diesem Punkt gekommen. Homosexualität gut geheißen. Sie haben anderen Göttern, Dämonen sind dem Teufel geopfert und gemacht. Aber jetzt ist es weltweit und noch weit über dies. Ja, es ist Normalität. Also, während er den gerechten Lot, also der in Sodom gewohnt hat, herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So komme ich mir vor bei der Arbeitsstelle und auch allgemein in der Welt. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern, wodurch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. So viel zu dem. Jetzt zeige ich dir mal auf, weiter, zum letzten Punkt. Zum letzten Punkt. 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Und zwar da. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Also wo soll der Herr Jesus Christus denn kommen? Hab doch gesagt, er kommt. 2000 Jahre ist es schon her. Ja, wo denn? Ja, es ist genau jetzt. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Jetzt kommt dies, jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Dass eine Wasserflut eine Sintflut gegeben hat, kann man nachweisen. Das geht. Die Links dazu sind dann auch in der Videobeschreibung. Es ist bewiesen. Es kann erkannt werden. Sogar vor Ort. Ich in der Schweiz kann es erkennen, wenn ich herumreise. Ja? Ich sehe es an den Bergen, ich sehe es an den Tälern. Man sieht, dass das Wasser vorbeigerauscht ist, dass kataklysmisch, ja, da herausgebrochen sind diese Berge hinunter von unten nach oben. Das ist geschehen weltweit. Das wird heutzutage verneint, obwohl Beweise gebracht werden. Ja, die Kohlekraftwerke laufen ja mit Kohle, ja, und dieses Kohle wird ja geholt. Jetzt kenne ich den Namen der Ortschaft nicht. Das geht ja, glaube ich, 200 Meter tief in die Erde. Ja? Sie holen von dort Kohle herauf, aufbereitet und wird auf der ganzen Welt gebraucht. Und das ist in der Wüste. Ja? Und da hat man schon Figuren von ganz tief unten gefunden. Ja? Sachen, Glocken und so, die man mal gegossen hat vor langer Zeit. Ja? Solche Sachen werden nur gefunden, wenn man mal dies so sieht.
Dies alles wurde mal umgeformt durch die Wasserflut. Das ist nur ein winziger Beispiel. Alles weiter in dem Video beschreiben. Es wird absichtlich verneint. Warum? Weil wenn man sagt, ja, es ist ja doch geschehen, voilà, die Bibel ist die Wahrheit, sofort wird es erkannt. Und das ist nur ein Aspekt davon. Wenn du Nein zu Gott sagst, durch solches, indem du sagst, nein, Überflutung hat es nicht gegeben und die menschliche Geschichte muss so sein, wie Darwin es so zeigt, ja, und Evolution und alles, ja, eben nicht, ja, eben nicht. Das kann man auch sofort wieder beweisen, wie komplex der Mensch ist und alles andere auch. Und da kann man wieder sagen, nein, nein, das hat lange Zeit gedauert, bis es sich so geformt hat. Der Mensch bildet sich viel ein. Nur Gott lässt sich nicht verspotten. Es kommt ein Tag des Gerichts für dich. Du kannst ganz sicher sein. Deine gesamte Schuld liegt auf dir. Und die gesamte Schuld der Menschheit liegt auf der Erde. Und das Gericht kommt. Mit großen Schritten kommt es. Ja? Es kommt ein Moment, wo die Kinder Gottes weggenommen werden von der Erde. Da wird es unfassbar schlimm auf dem Erdkreis. Das ist jetzt der Auftakt dazu. Es kommt ein Herrscher, ja, der wird sein wie Hitler und alle anderen Diktatoren zusammen und noch vielfach schlimmer. Er wird über den ganzen Erdkreis herrschen, für kurze Zeit. Aber es wird so schlimm sein, weil es wird der Teufel in Person. Ja. Ohne Spaß, nicht so Wortspiel, Teufel in Person. Er wird sich als Gott ausgeben und allesamt versklaven. Da wirst du nicht mehr einfach so kaufen und verkaufen können. Ja. Das ist ja ziemlich gut bekannt, weil das ist schon davon die Rede. Das kommt. Also, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt, bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte. Dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also der Herr ist der Ewigseinende, so oder so, und er schaut vom Ewigen, von der Ewigkeit ins Zeitliche und sieht in jedes Menschenherz. Dem Herrn sind auch alle Sterne bekannt, er ruft sie beim Namen herbei. Ja? Dem Herrn sind alle Tiere auf dem Feld, allesamt in der Himmel, im Meer, alles ist dem Herrn bekannt. Ja? Nichts ist vor dem Herrn verborgen. Du wirst mal gerichtet. Das ist nur der Auftakt zu dem Herrscher, der da kommt. Sein System wird aufgerichtet, kurze Zeit wird er herrschen und dann wird es zu Ende gehen, weil der Herr es beenden wird. Ja? Der Herr hat dies alles in der Hand. Der Herr führt zu Ende, was er da geschrieben lassen hat, durch seine Propheten, durch die Apostel. Ja? Aber der Mensch sagt, ja, das ist da vom Menschen geschrieben und verändert und alles. Wie gesagt, der Herr lässt sich nicht verspotten. Der Herr lässt alles vor unseren Augen geschehen. Ja, alles, was er geschrieben hat, durch den Heiligen Geist gewirkt. Ja, das ist alles am Geschehen. Der Mensch kann noch so nörgeln und tun und nein und passt und Agnostiker und Atheist und Moslem und weiß ich was. Ja, das ist der Weg, der Herr Jesus Christus selbst. Den gehe. Komme im Glauben zum Herrn Jesus Christus. Und werde sein Kind, sein Eigentum, solange es noch geht. Ja? Vielleicht, wenn ich dieses Video hochgeladen habe, nächste Stunde, auf einmal ist es schon vorbei. Kann sein. Keiner kennt ein Datum. Ja? Die Frage ist, wie lange wirst du noch leben? Wenn du heute Nacht stirbst, bist du schon verloren. Ja? Bist du schon am falschen Ort? Was meinst du? Du hast eine 80-Jahre-Garantie wie in der Schweiz. Ja, bis 82 oder so ist Lebenserwartung. Ja, wunderbar. Was ist, wenn ich mit 35 sterbe? Das wäre nächstes Jahr im Sommer. Puh, was ist passiert? Die Garantie der Lebenserwartung nicht erreicht und weiter wird mir das vergütet. Klingt's lustig für dich? Ja? Das ist ein Stempel, den der Staat dir gibt. Bis 80 kannst du leben. Ja, wunderbar. Wie viele sterben denn schon so jung? Wie viele gehen denn einfach dahin? Wie viele töten sich einfach, weil sie den Lebenssinn verpasst haben? Ja, da, wo sie aufwachen, da willst du nicht sein. Ja.
Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Hinauszögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Buße ist Sinnesänderung. Ja, du wandelst nicht mehr wie die Gottlosen, wenn du den Herrn Jesus Christus im Glauben in deinem Leben hast. Es wird aber, das aber, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wie gesagt, das war das Letzte, was ich dir vorlesen wollte. Ich hoffe sehr, wer du auch bist, der du dies gehört hast. Hoffentlich hast du es bis jetzt gehört. Und das ist für dich, lieber Mitbürger, zuallererst. Und dann natürlich für meine lieben Brüder und Schwestern. Meine Geschwister müssen keine Angst haben, ich habe auch keine Angst. Ja? Mir geht es nicht in allen Bereichen so tipptopp, sondern ich weiß, wo ich aufwachen werde, wenn ich auch heute Nacht sterbe. Ja? Mir geht es wunderbar wegen dem. Ich habe körperlich zu leiden, ich habe in diesem System zu leiden, zwischen den Gottlosen zu leiden, was da geredet wird und gemacht wird. Ja, aber das wird vergehen. Wie gesagt, der Herr lässt mich nicht, der Herr lässt sich nicht spotten. Wie wirst du dich nun entscheiden, solange du noch kannst? Die zweite Welle kommt. Ja? Da kannst du jetzt forschen und tun, was du willst. Das nützt dir gar nichts. Ja? Es kommt. Es ist nicht nur angekündigt, jetzt vor kurzem, ist seit kurzem so. Es ist schon vorher angekündigt worden. Es wird auch von einem oder jenem Person erwartet, das weiß ich schon, seit dem Anfang von ersten Welle. Das ist der Auftakt, die erste Welle. Die zweite, die wird es in sich haben. Ja? Nicht wegen dem Tod, sondern wegen den Gesetzen, die da dann kommen. Das hat es dann ganz dicke auf sich. Kann sein, dass wir allesamt noch hier sind, die Kinder Gottes, und da durch müssen. Kann sein, die dritte oder vierte Welle wird es dann erst so verursachen, dass der Teufel in Person dann herrscht. Ja? Weil allesamt werden dann sagen, hey, wir wollen Frieden und Sicherheit. Ja, ist okay, macht, was ihr wollt. Das werden die Menschen dann sagen, macht, was ihr wollt, Frieden und Sicherheit. Ja? Wurde letztes Jahr ausgerufen. Es steht geschrieben, es überrollt sie dann auf einmal. Ja? Es wird alles überrollt. Das ist am Geschehen. Wache auf. Ja? Wache auf. Unser Herr Jesus Christus ist der Friedefürst. Frieden hast du erst dann, wenn du zu ihm kommst, im Glauben und somit frei bist von deiner Schuld, die zwischen dir und ihm, dem Herrn, ist. Vorher geht es bei dir einfach wie auf einem Fließband. Allesamt gehen den gleichen Weg, der eine nennt sich Buddhist, der andere Satanist, das ist der Islam, dazwischen Agnostiker und. Allesamt gehen einfach vors, sind alle auf dem Weg zum Gericht. Die denken allesamt, ich bin frei, mir geht's gut, ist alles okay, passt schon, guter Mensch oder schlechter Mensch, einer sagt, ich bin böse, aber es passt, der andere sagt, ich bin reich, mir geht's gut, der andere sagt, es ist mir egal und so, was auch kommt. Ich habe schon Leute kennengelernt, die wollen in die Hölle zum Party machen. Dummheit, pure Dummheit. Ja? Wer hat denen das angeeignet? Ja? Sodom, da sind wir mittendrin, Sodom und Gomorra. Ja? Aber wie Lot herausgeführt wurde aus Sodom, so werden die Kinder Gottes da herausgeführt. Werde ein Kind Gottes. Sodom und Gomorra wurden eingeäschert. Diese Welt geht direkten Weg zum Gericht. Es ist ein Ende der Tage. Ja. Ich hoffe, dass du das sehr ernst nimmst, was ich dir gesagt habe. Das kommt auf dich zu. Auf den ganzen Erdkreis. Kommentarfeld ist offen. Produktive Fragen und so, die werden beantwortet. Ja. Wenn du spotten willst, lass es lieber. Das nützt dir nichts. Es ist eine zu ernste Sache. Sonst hätte ich nicht so viel Zeit genommen. Amen.